Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Tja, wir müssen da in der Nacht einen Flüchtler zur Strecke bringen. Sehe ich eigentlich direkt, wo die schon stehen. Futterplatz der Flüchtler. Ah, jetzt werden sie angezeigt. Und wir haben 8.32 Uhr. Direkt neben einer Sicherheitszone. Wir rennen dahin. Da können wir dann pennen gehen. Denn die Flüchtler... Oh, Flüchtler. Flüchtler sind eine spezielle Art von Infizierten, die für Dr. Seres Forschung von Bedeutung sein könnten. Sie zeigen sich nur nachts und in der Nähe der auf ihrer Karte markierten Futterplätze. Sollten sie sich auf eine Jagd nach ihnen begeben, sollten sie dabei besonders vorsichtig vorgehen, da Flüchtlinge sehr leicht zu erschrecken sind und äußerst schnell rennen können. Tja, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Crane, bist du da? Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe morgen, den Kahn flott zu machen. Komische Sache. Ihr sagt, er sei von einem jungen Typen, der ganz nach dir klang, abgezogen worden. Hast du eine Idee, wovon ihr redet? Hey, ich muss los. Wir sehen uns später, Spike. Unser Retter in der Not. Danke dir. Irgendwann. Vor allem, weil ich Punkte bekomme. Das ist das Wichtigste überhaupt. So, jetzt abrollen. Nein. Ah ja, genau. Und da wollte ich eigentlich noch was ausprobieren. Und zwar... Irgendwie geht das nicht. Nicht so wie ich möchte. Ich sollte da eigentlich... Ich krieg das nicht hin. So. Jo. Und jetzt... hier muss ich pennen. Hallo, ich möchte da... Oh, Moment noch. Ich kann mich sicher noch umziehen. Outfits, was habe ich da noch? Überlebende, oh, das sieht gut aus. Was habe ich da eigentlich noch auf Lager? Ziemlich viele Dinge auf Lager, Mann. Sturmgewehre, die muss ich auch noch verkaufen. Und wir warten jetzt bis zum Einbruch der Dunkelheit. Das hier weg und wir gehen dahin. So. Dann das auch mal nach. Hey, ich möchte da doch einfach nur hoch. Keine Umstände, sonst nichts. Einfach nur hoch. Und hoffe, dass ich den Flüchtler töten kann. Kriege ich den mit einem Headshot klein? Ja. Ha! Voll die Härte. Okay, einmal Zombie-Eingeweide für den Herrn Doktor. Ja. Nein. Und wir gehen direkt in der Nacht, weil es so schön ist. Zu dem Turm. Ja, ich weiß, dass er mich auch verdammt. Was willst du von mir? Unsere Späher haben gesehen, dass Leute in die Schule rein sind. Da ist jemand drin. Da ist jemand in die Schule rein, das ist nicht. Mach dir keine Sorgen. Wir werden sicherstellen, dass diese Kerle hier nicht reinkommen. Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude,
Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Captain, wissen Sie, was das bedeutet? Das Flash-Experiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Captain jedoch. Er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Oh, heftig. Hey Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe! Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Aber hör zu, wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin. Geht zum Zugdepot. Sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Das Oma, ist unglaublich. Hinter dir! Rahim! Rahim! Gott verflucht! Wo muss ich hin? Bracken! Bracken, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Der ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Haben Sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Doch nicht hoch. Oh nein. Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Hoch. Und ob du das tust, du hättest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Oh man. Das war jetzt wahrscheinlich eine Rolle. Die sind da oben. Ich muss da oben hin. Wie komme ich da? Da. Na, hier waren halt die allerersten Schritte von Dying Light. Doch nicht. Warum rennt der Penner auch los? Achtung! Hey! Da du nicht auf Hundepfeifen redest. Oh nein, das ist gar nicht gut. Nein. Okay. Zombie. Oh nein. Oh Mann. Rahim, wo zur Hölle bist du? Bracken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Auf
zum Zug, der Po. Wie lange ist eigentlich noch Nacht? Oh Mann, schon eine lange Zeit. Verdammt. Ja, komm ich da rüber? Ich hätte schon. Boah. Klaus. Komm ich da mit einem Sprung rüber? Bin ich jetzt aber gespannt. Nein! Oh doch, geschafft! Oh yes, so geil! Ich sehe ihn nicht. Ich das? So, jetzt sollten die doch auch explodieren, oder nicht? Noch ein Versuch. Boah! Eine neue Kraft? Oh nein. Eine neue Kraftstufe, das, ups, nutzen wir gleich. Was kann ich hier machen? Eliminieren, schleichen Sie sich an Gegner an und töten Sie sie lautlos, drücken Sie zum Ausführen. Oh yeah, das ist geil. Oh Mann, aber viel zu spät bekommen. Kriege ich das vielleicht trotzdem noch hin, dass ich mich hier anschleichen kann? Und steht da unten nochmal ein... Ja, steht einer. Komm, komm. Ich hoffe, das hat er nicht gehört. Doch, hat er. Ich hoffe, er kommt nicht hoch. Wahrscheinlich wird er ihn anders tun. Was machst du da? Dann erschieße ich euch halt einfach alle und ich spreng alles in die Luft hier. Ich hab die Nase voll von einem. Oh Scheiße! Hinter mir! Nein! Was suchst du denn? Aber jetzt probiere ich mal den Haken aus. Komme ich da hier an? Ach so, da. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Das spart mir eine Menge Zeit. Oh ja. Ah, das muss ich immer wieder aufladen. Okay. Wie komme ich jetzt hier ist doch der falsche Ort, um reinzugehen, so wie es aussieht. Er sieht mich nicht. Nicht gut genug gesehen. Wo muss ich da rein? Ich probiere es nochmal oben rüber. Vielleicht war ich doch an der richtigen Stelle nach oben. Egal, ich will hier rein. Ich
hier? Nö. Ah, warte. Die Tür wird ja sogar angezeigt. Mann, bin ich doof. Okay, los. Und rein. Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Rahim konnte offenbar flüchten. Ich hatte ihm gesagt, er solle sich im Zugdepot verstecken. Also besteht noch eine gewisse Chance, dass er am Leben ist. Komm schon, Rahim. Stirb nicht! Puh, okay. Jetzt sind wir hier drin. Wegen den Räumlichkeiten mal die Pumpe an. Ist das verschlossen? Nicht? Wir machen das hier nicht auf. Klappt ja wunderbar. Ein bisschen stärker können sie sein, aber weiß schon. So, wir wechseln mal wieder. Oh. Was ist das denn? Der sieht nicht normal aus. Hört auf zu schreien. Rahim! Crane, ich dachte, das wäre aus. Da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in 5 Minuten hoch. Scheiße, du blutest. Oh, eine Schnittwunde. Killerkram. Schnell, leg die Sprengsätze. Beweg dich nicht, klar? Bin gleich wieder da. Oh, verdammt. Rahim, kannst du mich hören? Wo zum Teufel muss ich hin? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. Ja, aber... Ausgang! Ich brauche einen Ausgang. Ah, Abwasserkanäle. Der ist... Puh. Jetzt schwimmen. Schwimm um dein Leben. Okay, 2 Minuten, 50 Sekunden. Das kriegen wir hin. So. Hoch, 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 hoch. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner Rechten? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Abbruch zum rechten Stock. Du musst den Sprengplatz an einem der Schlüsselfeuer anbringen. Ist tot. Da könnte ein Explodierer sein. Oh Mann, da verwest vieles. Auf die Seite. Sollte sein. Jawohl. Bring die Scheiße hier an. Okay, erster Sprengsatz platziert. Gut, hör zu. Was? Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Shit. Schau dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Das kann ich nicht aufholen, das ist nicht gut. Oh ne. Ja.
Wand. Drauf, 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 drauf und weg. Alles klar, gefunden. Nein. Da gibt's nicht mehr viel dazu. Was nochmal von hier? Ahim, kannst du mich hören? Wo zum Teufel muss ich hin? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. Gut, bevor wir da aber jetzt nochmal das ganze Hektik und so machen, mache ich hier nochmal einen Unterbruch und wir schaffen das dann in der nächsten Folge. Bis dann.